Da lebt Lia Welti, 81-fache Schweizer Nationalspielerin. Zusammen mit Ramona Bachmann bildet sie die Schaltzentralen im Schweizer Mittelfeld. Ja, ich glaube, eine Meisterschaft zu gewinnen überhaupt, ist eine extrem hohe Anerkennung, weil das zeigt, dass man über eine ganze Saison lang Top-Leistungen gebracht hat. Für mich persönlich ist der erste Titel international. Von dem her bedeutet mir persönlich sicher noch mal, ja, umso mehr. Also ich habe wirklich lange auf diesen Moment gewartet, egal ob es eigentlich ein Cup war, eine Meisterschaft. Immer kurz davon gescheitert. Und jetzt bin ich unglaublich stolz darauf, auch, dass sie in meinem ersten Jahr in dieser Liga hier geklappt hat. Und ja, ich habe das Gefühl, wir haben uns die ganze Saison verdient und ja, werden heute geht im Männerstadion, was sicher auch nochmal für alle Frauenfußballerinnen nochmal ein Highlight wird sein, weil so in grossen Stadien spielt man normalerweise nicht und darf man sich normalerweise auch nicht präsentieren. Hi, I'm Lia Welti. I come from Switzerland and I play as a center midfielder for Arsenal Women. Lia Welti ist ein neues Aushängeschild vom Frauenmeister Arsenal. Obwohl sie bis zu ihrer Verletzung nur 11 Mal für ihr neues Team auflaufen konnte. Ja, es zeigt Anerkennung von Vereinsseite sicherlich. Arsenal ist das ja bei den Männern titellos geblieben. Also sicher ist es auch für den Verein super, dass sie uns vor ihren Fans in dem Sinn präsentieren und sagen, hey, wir haben den Titel hier und da gewonnen. Und ja, wie ich gesagt habe, für uns ist es speziell und ich finde es auch schön vom Verein, dass man sieht, in England, in vielen Vereinen, ist nicht nur hier bei uns in Arsenal so, dass einfach mittlerweile der Frauenfußball schon auch wichtig ist für die Vereine, dass auch viel investiert wird in die Frauenteams und dementsprechend sind, glaube ich, die Momente einfach nochmal ein Zeichen vom Verein, dass sie uns wirklich auch unterstützen und auch sehr wertschätzen, was wir tagtäglich leisten und im Endeffekt das Jahr näher auch gebracht haben. To play for Arsenal is just an honor for me. It's one of the biggest clubs in the world. I just enjoy every minute in this club and it's amazing to wear this kit. Ja, ich habe schon das Gefühl, dass es eine andere Fankultur ist im Frauenfußball. Erstens mal sind Tickets viel billiger. Das ist sicher schon mal ein wichtiger Grund, dass viele Leute zu unserem Spiel kommen und nicht zu den Männerspielen gehen. Ich glaube, bei uns kann man Tageskasse teilweise zwischen 3 und 8 Pfund ein Ticket kaufen. Bei den Männern zahlt man schnell mal 100 Pfund. Und das ist sicher ein Faktor, das Geld. Wir haben natürlich auch sehr viele Kinder, die kommen schauen. Also in dem Sinn ist das sicher immer eine Zielgruppe, die man ansprechen kann mit dem Frauenfußball. Weil den Kindern ist es im Endeffekt egal, ob das Frauen oder Männer sind, die schauen einfach gerne Fußball, die schauen gerne auf zu Spielerinnen oder Spielern. Und von dem her haben wir sehr viele Kinder. Auch die Lia weiss im Mai noch nicht, wann sie ihrem FC Arsenal und dem Schweizer Nationalteam wieder zur Verfügung stehen kann. Mein Ziel ist schon, jetzt, dass ich über die Sommerpause eigentlich fest viel in Reha arbeite. Und ja, dass ich dann hoffentlich nicht viel von der neuen Saison verpasse. Dabei, zumindest neben dem Platz, die Captain Lia Welti. Ich habe das Gefühl, man sieht so das Feuer, was man vielleicht in den Vorbereitungen nicht so richtig sieht. Oder was man vielleicht ein bisschen weniger sieht, ist immer schwierig zu steuern. Aber ich habe das Gefühl, jetzt, die Motivation ist umso grösser, jetzt, weil man weiss, hey, jetzt geht es los, endlich geht es wieder los. Wir haben jetzt 3/4 Jahre fast keinen Ernstkampf gehabt und das ist schon eine lange Zeit. Und von dem her, das spürt man und es ist wichtig, dass man es spürt. Und darum kann ich eigentlich nur positiv davon reden, was ich gesehen habe. Eigentlich wollte Lia zum EM-Auftakt auch wieder selber auf dem Rasen stehen. Ja, ich war sehr zuversichtlich nach der Operation. Ich bin vom absoluten Best Case ausgegangen. Ich habe sogar von dem Monat, wo mir der Arzt mehr hat gesagt, zu machen, habe ich noch einen abgezogen. Ich habe mir jetzt das Ziel gesetzt, im Oktober wieder zu spielen. Wenn es vorher ist, umso besser. Ja, ja. Was jünger als 16 ist, kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Also, in dem Fall haben wir 4 und ich sage Rahmen. Das Auftaktspiel zu der EM-Qualifikation ist auch der erste offizielle Anlass nach dem tödlichen Badeunfall von der Floriana Ismaili, die im Juni noch gegen Serbien für das Schweizer Team gespielt hat. Ich glaube, es war einfach sehr wichtig, dass wir alle gemeinsam Abschied nehmen konnten. Und das hat mir uns gegenseitig in dem Sinn, trotz des extrem schlimmen Tages oder Wochen für uns können Kraft geben. Und ich sage mal, das gemeinsames Trauern, ohne dass man das vielleicht in dem Moment merkt, hilft
Jetzt, wenn man in die Zukunft schaut, jetzt haben wir uns gestern Montag wieder getroffen und wir mussten darüber reden. Es ist klar, es sind auch noch mal Tränen geflossen. Es ist eine außergewöhnliche Situation. Niemand weiß so richtig, wie damit umgehen. Und es braucht einfach Zeit. Und klar ist, wir vermissen Flori und wir hätten sie gerne hier. Aber wir müssen jetzt für sie spielen und wir müssen stark als Team werden, um dass wir in dem Sinn für sie auch, das nächste Spiel und vor allem die ganze Kampagne können bestehen und während der DM gehen. Ja, ich wäre sehr gerne dabei gewesen. Jetzt ist so das erste Spiel wieder, wo es um etwas ging. Super Atmosphäre hier in Schaffhausen. Und, ich wäre sehr gerne auf dem Platz gestanden, aber ich habe auch gerne zugeschaut, um zu sehen, wo die Mannschaft steht. Und ich glaube, wir haben es nicht die ganze Zeit einfach da. Der Gegner ist auch sehr tief gestanden, aber in der zweiten Halbzeit haben wir endlich unsere Chancen genutzt und im Endeffekt auch verdient gewonnen. Was sagst du als Trainerin, hättest du das gut gemacht? Die Analyse meinst du? Sie analysiert meistens. Wir sind im Aufwärtstrend, würde ich sagen. Ich glaube, als wir die erste Halbzeit zeigt, sollte ein unser Standard werden. An dem sollen wir uns messen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir auch noch mal gelernt, wie es ist, wenn man Druck hat. Und dass wir dort sicher noch ein bisschen daran arbeiten müssen. Und ich glaube schon, für einen Trainer ein gutes Zeichen, dass er sieht, hey, dort müssen wir noch mal Zeit investieren.